Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 im Megaprojekt und heute mit dabei der Arctic, Hallo. Der Doc, Moin Moin, der Randy, Hi. Der Guten, Hallo und als Talkgast im TS, aber nicht in-game, der Rocktox. Servus Leute. Ja, so Rocktox, aber beim nächsten Mal oder bei der nächsten Aufnahmesession quasi in vier Parts, dann auch wieder dabei, ne? Genau. Sobald ich genau. Die Mods wieder habe. So ist der Plan. Ja. So langsam sammelt sich die alte Gemeinschaft wieder. Ja, so langsam findet sich das wieder. So. Ja, und wir spulen gerade, ne? Vorne. Ja, Jungs, wir können ja auf dem Hof jetzt mal einen ganz lässigen Smalltalk halten, weil, wie man auf der Karte sehen, irgendwo eine Grillstelle, oder wie war das? Ja, gibt's hier, sind wir gerade in der Wachstumsphase 2 von dem Weizen. Und da müssen wir noch ganz kurz warten, bis der fertig ist, dann können wir da loslegen. Aber was mal. Achso, nee, wir können jetzt die Traktoren. Ich werde jetzt erstmal Harald kicken. Harald der Hahn. Der kriegt jetzt einen Tritt. Der läuft mal hier rum. Ja. Boing. Aber was ich mal so jetzt festgestellt habe, oder mal so als kleines Thema vielleicht für diesen Part, oder wollen wir erstmal fragen, was Rocktox so getrieben hat in der letzten Zeit? Weil da haben wir ja auch schon länger nichts gehört. Ja. Genau, Rocktox, erzähl mir, was hast du denn so Schönes getrieben? Gibt es denn Neuigkeiten von YouTube, privat oder keine Ahnung? Oder von deinem Radiosender vielleicht? Ja, Radiosendung, die läuft gut. Jeden zweiten Sonntag und YouTube-mäßig ja nicht so viel. Ich finde, da war ja noch nicht so lange weg. Ich hatte nur einen Monat oder zwei Pause. Also so viel ist ja da gar nicht passiert. Ja, aber du hattest ja einen super Stargast bei dir im Radio, habe ich gehört, ne? Ja, ein Dr. X. Ernsthaft jetzt? Ja, natürlich. Wir haben da mal ein kleines Gespräch gemacht. Ah. Hast du das eigentlich noch verwendet, als ich dir das einmal gesprochen habe, damit jeden Sonntag um so und so viel Uhr, jeden zweiten Sonntag? Ja, das ist unser Trailer. Das habe ich nämlich, ich habe ja die letzten paar Folgen da Rocktox Power Button angeguckt und ich glaube, da hattest du es aber rausgeschnitten oder das war nicht drin. Nee, das ist der, mir nicht aufgefallen. Das ist der Trailer, der läuft nicht während der Sendung, der läuft halt während anderen Sendungen. Also die Werbung quasi für meine Sendung, da ist das drin. Ah, cool. Ah ja. Okay. So, ich werde erstmal jetzt mal laufen, weil ich habe meinen Zuschauern ja noch gar nicht das Lager hier gezeigt, das ihr inzwischen gekauft habt, ne? Genau. Und das müsste also, ich denn mal... Ja, eigentlich könnte man ja mal so Klassenausflug Krummelkrabbe zum Lager machen. Na, ja. Ich bin am Wolle, an der Wollemacherei, wer ist das nochmal hier? Weberei bei den Schafen. Oder so? An der Weberei. Weberei. Eieiei, da findest du wie ein Bärenarsch. Ach, also mit Licht anmachen. Zurück. Wo ging das? Ach, F war Licht. Ach, F, ja, okay. Nicht L. Nee. Das wäre ja logisch. Aber ich finde, die Nacht hat hier eigentlich eine ganz gute Beleuchtung. Vielleicht kennt ihr diesen Night Mode. Aber das wird noch dunkler. Der die Nacht so richtig eiskalt dunkel macht. Ah ja, also, das ist gar der nicht ist aber das ist, das ist ja hier. Das ist aber ja der ist ziemlich abgeschwächt hier. Ich hatte den mal auf einer anderen Map, da konntest du wirklich nachts, du hast das Licht angemacht, konntest du halt nur den Lichtkegel sehen. Das ist aber der Night Mode, der hier drin ist, der ist halt bloß nochmal angepasst worden. Ja, also ich hatte den... Ja, erzähl. Ich hatte den in der Dings, in der... Two Rivers hatte ich den mal an und da ist ja gar nichts mehr gesehen. Ich habe überall Flutlichter aufgestellt. Das habe ich gemeint, hier kannst du noch alles so ausmachen und trotzdem ist es schön dunkel. Das ist ja auf den Standard-Maps schlimm, da siehst du ja in der Nacht, ist ja alles noch taghell ungefähr. Ja, das stimmt. Wir haben aktuell 454.000 Dinkel drin, Mensch. Ich wollte gerade sagen, Dinkel? Also Dinkel ist ja gar nichts drin hier. Nee, du. Aber Hafer, ja. Aber ich könnte jetzt eigentlich mal, warte mal, wo ist denn der? Da ist ja richtig was drin. Und Sojabohnen gibt es auch auf der Map. Was ist denn? Was gibt's? Sojabohnen gibt's ja. Das war mein Plan. Randy. Ich würde den Guten hier mal ins Haferlager schuppen. Okay. Wow, wie ist denn das? Muss man da auch immer über die richtigen Abkippstellen hier rüberfahren? Ja, oder? Ja. Muss man. Ah ja, okay. Also nicht einfach ein Loch für alles und dann wird automatisch sortiert. Okay. Nee. Ein Loch für alles ist hier nicht so. Ja, das ist ja schon wieder ein Videotitel, ne? Ein Loch für alle. Ja, stimmt. So. Gut, ansonsten, wie sieht's aus mit dem Wachstum jetzt? Habt ihr eigentlich das andere Lager auch schon gekauft hier, Rüben und Kartoffeln? Nee, das ist das Einzige. Und zwei Felder, mehr haben wir noch nicht gegönnt uns. Ah ja, okay. Und zwei Sämaschinen, das ist auch noch das, was wir... Aber da haben wir auch die anderen verkauft dafür. Ein bisschen Kohle noch drauf gepackt und da hat man die zwei Sämaschinen. Aber ja, ansonsten eigentlich nichts weiter.
Okay. Dings hier und Dünger beziehungsweise Saatgut verkauft der ganz? Muss da eigentlich mal aufgefüllt werden, oder? Nö, da ist noch genug drin. Siehst du alles am Hof, da sind immer solche schönen kleinen Ja, LED-Displays dran. sehe ich dran, gerade Und das, hier. die große Okay. Zahl ist, glaube ich, das, was drin ist, und die kleine ist das, was noch reinpassen würde. Ah ja, okay. Also Ja. 27.000 Liter sind hier drin und ja, das Genau. reicht also noch eine Das Weile. reicht noch eine Weile, genau. Okay, ja, So. gut. Wasser haben wir hier auch ein Ansonsten. paar Liter drin. Das Genau, ist Wasser sind auch noch ein schön. paar Liter. Renny, wie ist denn eigentlich, der Part kommt ja jetzt, glaube ich, am Mittwoch oder so, oder keine Ahnung, wie Müsste Mittwoch ja. ist unterschiedlich, oder doch nicht so unterschiedlich. Ja. Berichte mal, ist ja der erste Part eigentlich, die erste Aufnahme nach deinem 48-Stunden-Livestream. Oh ja, wie Und das geht's muss man dir? ja sagen, das war ja schon eine harte Leistung, ne? Hast du durchgehalten? Ich bin ehrlich gesagt nicht dazu gekommen zu gucken. Kann Ich ich habe mir gesehen, wie du vorstellen. mit einem Helikopter dieses Gebäude auf einer Insel da irgendwie angeflogen hast Das war die und dann, Staatsbank. ach so, ja. Und dann abgestürzt bin? Nee, abgestürzt bist du Ich nicht. glaube, Achso, in dann geht er. 48 Stunden seid ihr öfters Bist da dorthin gelandet und geflogen. dann seid ihr irgendwie hinten rum ins Gebäude rein oder so. Genau, das war noch das, Aber ich habe was. dabei der Sie gespielt und hat mich die ganze Zeit verwirrt, wenn da irgendwelche Stimmen in. Das hört sich dann nämlich ungefähr so an, als würde dich jemand über den Ingame-Chat bei der Sie anlabern. Und dann kriegst du immer Waffe Aber ziehen und ducken. was mich mal so interessieren würde, sind in der 48 Stunden deine Gefühlszustände. Ich kann mir ja vorstellen, wo du den Stream gestartet hast, alles euphorisch, alles super, da hat man sich ja richtig drauf gefreut. Wann, nach deiner Einschätzung, wann kam das erste Tief? Das kam glücklicherweise erst Sonntag früh. Quatsch! Doch, das kam erst Also Sonntag. so nach 32 Stunden. Nach 32 Stunden kam irgendwann mal das Tief, Oder 40. weil. Ja. Oder so, ja. Als es gerade eine Ladepause hatte. Ich weiß gar nicht, was da war, weil früh halt irgendwie nicht los. Na, ich glaube, die eine Nacht zuvor, also es war wohl Samstag früh, gab es das erste Mal, wir haben da bei uns einen drinnen, der hieß Kumpel 120. Und ja, manchmal ist er sehr gang, muss man wirklich sagen. Manchmal ist er wie Dennis, muss man manchmal sagen. Wie Dennis ist der manchmal. Und da hatten wir früh irgendwann halt so Farming-Gigs gemacht und der ist halt mit seinen, der hat einen ausgeliehenen großen Hammett und ist da mit voller Wucht fast hinten meinen hinten drauf. Und da kam ein Klick, wo irgendwann mal früh noch dazu, wo er gerade von Arbeit kam und da habe ich mich, glaube ich, 2 Stunden lang aufgeregt. Und habe den Herrlich. angeplagt, aber es noch merkt und alles, ich glaube so. Aber ansonsten war dann Sonntag Also da warst du irgendwann. das erste Mal on tilt. Ja, dann ging das aber Im relativ wieder über Range-Modus. Samstag und Sonntag früh ging das Ganze dann so ein bisschen los, wo ich dann halt auch teilweise in-game ein bisschen rumgebrüllt habe. Ich kann mich zum Beispiel an den Bankraub dran erinnern, da waren wir bloß zu zweit dort. Ich hatte diese Taser-Waffe mit dabei, da waren 4 Typen, die habe ich mit einmal getasert. Da habe ich sie schon ausgelacht, weil sie so noobhaft sind. Aber einmal kommt dann irgendwie noch von hinten, erschien mich 2 und da hatte ich noch einen Funk an, also im Gruppenchat, und blickt da mit einer drauf Fotze durch. Und Patrick war noch da und alles. Ja, aber hat mir auch keiner so übel genommen, also von daher. Ja, und hattest Du du die warst auch ganze Zeit irgendwie auf dem Zuschauen? Dach und hast die voll angebrüllt, die anderen, das war auch lustig. Ach so, dass er die Waffe wegstecken soll, ja. Ja. Also im Schnitt glaube ich so 100 Zuschauer, oder? Wenn 150 wir. war, ja, im Schnitt Also 100. auch so 2 in der Früh hattest du Zuschauer. Ja, Ja, und. immer so 30, 40. Oh, wir sind fertig. Oh, das Oh ist. ja, okay, schön. Nicht Dann schlecht ab in die eigentlich. Drescher und. Ach, jetzt. Na gut, okay. Dann nehme ich mir einen Trecker zum Abfahren. Oh, habe ich dir den weggeschnappt? Nö, ist okay, mach du mal. Ja, Mach du und mal. Du bist, glaube ich, einmal weggenickt während des Streams. Ja, und zwar am Sonntag früh für immer für 5 Minuten, aber das habe ich gar nicht Da hat er gemerkt. mal kurz ins Mikro geschnarcht. Ja, da habe ich mal kurz die Turbinen angemacht. Mich hatte dann scheinbar irgendein Kollege, der gerade kam, noch geweckt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wie gesagt, ich habe mich dann, ich habe es dann bloß im Chat gelesen. Und da habe ich mir Ja. bloß gesagt, so in den 5 Minuten, wo ich geschlafen habe, habe ich Energie gezogen für Leute, die 2 Tage lang schlafen. Also, Ja. weil danach war die Welt wieder in Ordnung. So, der Glühwein So ein fängt bisschen an. Powernapping oder sowas, wa? Ja. Du warst aber noch länger auf dem Server, ne? Also nach dem Ende Ja. des Streams noch, Nach oder? dem Stream, ich bin. Ich, 96 Stunden draus gemacht. nee, ich war dann, bin ich ins Nest gegangen, schlipp eine Stunde später bin ich dann ins Nest gegangen. Ich habe dann noch Ah. die YouTube-Videos eingestellt, wenn sie veröffentlicht werden sollten, das hatte ich noch nicht gemacht, dann bin ich weg. Ah. Wie ist das? Womit hast du dich wach gehalten? Energy Drinks oder was? Nee, na, ich habe bloß 3000 Energy gesoffen. Bitte. Was denn jetzt ausgetimt? Ah, Hotdogs. Hotdogs. Nö, nee, na, 3000 Energy hatte ich ja bloß gehabt über die Dings und halt ein bisschen Cola. Ansonsten habe ich mich.
Wo geht's los, auf welchem Feld? Warst ja quasi nüchtern. Nüchtern, richtig. Welches Feld wird geandet? Na hier, das ist das linke von uns vom Hof her. Nur wollen wir vielleicht Anhänger tauschen, weil du das dicke Gewicht dann hast. 60. Ja. 70. Hab extra den klein genommen, scheiße. So, warte, ich bin schon unterwegs. 80. Das ist jetzt Feld 15 oder? Das größte. 90. Na, da wo das kleine daneben ist? Nee. 94. Nein, andere Richtung. Ach doch. Nee, nee, da hinten. 95. 96. 97. 6. Och, gar nicht gesehen. Nee, aber da rennen die auf einem anderen Feld irgendwie. Das ist blöd. Wir müssen dann schon vielleicht auf dem gleichen Feld mit den zwei anderen. Na gut, da fahr ich wieder. Wir sind auf dem gleichen Feld mit den zwei anderen. Ja, das ist ja. Das stimmt wohl. Dann stehen ja, die wohl so. Fahr du rüber. Genau. Ah, jetzt siehst du auch. Ach, Kinders. Kriegt ihr denn gar nichts mit hier? Eine Ernte, die ist lustig. Eine Ernte, die ist schön. Guten. Ja, komm mal, da kann wollt, man wollt ihr kein Vorgewende machen? Ja. Guten will kein Vorgewende. Ja. Guck dir doch mal Guten Felder weiß der. Die Ränder an, der hilft ein Vorgewende nicht mehr viel. So. Ja, also, aber im Großen und Ganzen hast du den Stream eigentlich ziemlich gut überstanden, würde ich mal so sagen. 18 Stunden Schlaf haben dann gefolgt, ne? Richtig, also 2 Tage. Ja. Und, also ja, 2 Tage in Schlaf ausgedrückt, genau. Und so im Großen und Ganzen ein Resümee. Du hast verloren. Nee. Eigentlich hast du doch gescheatet, oder? Weil es wurde ja auch eine Stunde vorgedreht. Also warst du eigentlich nur 47 Stunden, oder? Wie eine Stunde vorgedreht? Ja, Zeitumstellung. Nein, ich glaube aber Randy hatte... Ich habe bis 21 Uhr gemacht. Genau. Okay. Er hat auch die Stunde hinten dran, also nicht hinten dran gehängt. Es waren ja, aber es waren wirklich 48 Stunden. Es waren dann vorbildlich 48 Stunden, ja. Weil ich hab das mit der... den Stream aus hatte, weil ja im Rewe war. 20 Minuten wohlbemerkt. Ach, komm, 20 weiß. Minuten im Rewe. Doch, da habe ich unsere gefakte, ja. Unsere gefailte Geiselnahme. Ja, ja. Hatte ich da gezeigt. Aber als Respekt an diesen guten Stream erkläre ich, bist du der Gewinner. Ja, danke. Und das bedeutet so viel, der Tino ist Mittwoch bis Sonntag mit mir in Köln und feiert mit mir in Köln gemeinsam Geburtstag. Hey. Genau, und dann geht's in Puff. Ach nee, Quatsch, in die Tittenbar wollte er, ne? In die Tittenbar, ja. Genau. Brustbar. Brustbar. Mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Frontgewicht dabei. Oh. Dekolleté-Museum. Randy, kannst du mal bitte gucken? Oder warte mal, ich guck mal selber beim Händler. Ah, im Händler kommen wir nicht rein. Super. Doch, du musst da eine geheime Taste drücken, aber die kann ich dir leider nicht sagen. Nee, dann mach du das mal bitte und guck mal bitte, wie viel Gewichte wir haben, weil meines Erachtens hat ja nicht jeder Traktor ein Gewicht. Ah, dann bin ich wieder anwesend. Sorry, ja. Mir ist der PC abgeschmiert. Oh, 5 Gewichte haben wir. Hm? Okay, dann bräuchten wir vielleicht nochmal eins, oder? Ja, drei ganz große. 3 Tonnen oder so. Also, dann bringe ich erstmal mein lustiges Zeug hier weg und dann hole ich gleich mal ein neues Gewicht. Gut, dann wendest du mal. Bin dabei. Arktik fahr durch. Ja, bin ich dabei. Glaube, der Guten hat das mit den Wänden nicht so ganz verstanden. So, was haben wir denn hier? Weizen haben wir hier. Da passt das. So, aber Weizen geht halt viel rein, ne? Richtig. Wie ist das? Müssen wir wiegen? Ja. Am Lager, ja. Ja, ich sag, im Endeffekt hat alles gepasst. Es waren ja nur drei Admins da, die haben sich auch bedankt. Die Beförderung habe ich auch bekommen, eine kleine. Die heißt? Na gut, ich bin 2 Ringe aufgestiegen, ich bin jetzt Leutnant. Bist du gleich mal auf Stufe 5? Ja. Na, das ist doch was. Das ist nice. Also 5 Stufen hast du noch als Tino. Ne? Hallo, so, wo war denn Weizen? Weizen ist. Wo ist Weizen? Da steht alles vorne auf der Tafel. Da, wo die Pfeile nach oben gehen, da. Genau, also, ob die links oder rechts sind, da musst du reinfahren. Okay. Weizen kannst du auf jeden Fall auf beiden Seiten abladen. Ist einfach nur so lange fahren, bis du abladen kannst. Ich habe im Moment richtig Bock auf LS9. Auf LS9? Aber das ist krass gleich. 2 Ränge und Leutnant, Alter. Das finde ich gut, ey. Bleibst du im SEK? Ich bin aktuell noch im SEK drin, ja, also von daher, ich habe Zugriff auf dem SEK-Shop, also gehe ich mal davon aus, dass ich... Was ist hier? Aua! ...drinnen bleiben darf. Aua! Scheiße, was ist hier? Was denn? Da ist auch schon Taser-Rifle und sowas. Ich bin eben in die Luft geflogen hier, mittendrin ist hier irgendwie eine Colli auf der Rampe. Taser-Rifle hat nur ab Stufe 2 schon Zugriff.
Ja. Echt? Kann man eigentlich bei euch auch mal so mitspielen als Nicht-Polizist oder irgendwie Polizist werden, weil auf meinen alten Server ist es sehr schwierig, Polizist zu werden. Bewerben. Randy, ich habe hier ein Problem und ja. Das kann ich nicht lösen. Ich müsste wohl doch zurückgesetzt werden. Aha. Steigen wir bitte aus. Kann ich bei meinen auch, aber es sind so viele und vor allem auf unserem Server war jetzt Pizmeet. Wenn das war lustig, die haben gestern eine Folge rausgebracht, da komme ich vor. Weil die auf unserem Server gerade waren. Cool. Ich hab's leider nicht gewusst, sonst hätte ich ihn gemessert. Oder erschossen, besser gesagt. Oh, das ist aber kein Roleplay. Oder einfach mal mit einem Thunfisch durch. Ich hätte ihn entführt, er ist ein VIP. Das ist mein Roleplay. Ja, das wäre natürlich, das wäre nice gewesen. Eine Geiselnahme mit Pizmeet, das wäre auf jeden Fall der Brüller gewesen. Ja, aber ich hab's leider nicht gemerkt und das ist, glaube ich, schon 3 Wochen her, dass das war. Okay. Aber die haben sie auch nicht zu erkennen gegeben. Also die haben ja, klar. Wahrscheinlich die mit werden Absicht. Ja nur getrollt. Ja, die werden ja nur getrollt. Also schon, man hat ja schon gesehen, wie Randy getrollt wurde beim Livestream. Ja, schon allein durch den Livestream haben sie ja Randy auch ganz schön getrollt. Ja, aber. Weil die Zuschauer dann auf den Server sind und dann angefangen haben, Randy zu trollen. Das ist aber ihr hattet doch die IP und so weiter sogar angegeben. Na klar, aber deswegen müssen wir die Leute nicht trollen. Ja. Aber die Admins haben ja da durchgegriffen, also von daher. Und dass Randy auf dem Black Color Legion Server spielt, ist ja kein Geheimnis. Nee, es sollte ja auch ein bisschen Server-Promotion sein, von da von abgesehen. Ja, sehr schön. Nee, aber Vorfall echt cool. Aua! Ich merke schon, bis Doktor den ersten Hänger abgekippt hat, sind 3 Traktoren Schrott. Ja, ich weiß nicht, was mein Driving ich bin so das Moment ist. Aber ja. Gut, wir sind sowieso für den Part durch, Dino. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöner Einblick in den 48-Stunden-Stream und auch schön, dass RockTox und Doc jetzt wieder fest dabei sind. Und ja, bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.